Ja, hallo zusammen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von HTX Weekly. Und wir sind ja so ein bisschen eingestiegen in Back to Basics. Da soll es heute eigentlich auch weitergehen. Und ja, gut, man ahnt es schon. Zwar liegt jetzt hier die Fernsteuerung vorne auf, aber dahinter liegt der Block und das verursacht ja bei manchen Herzkasper oder Schnappatmung, je nachdem. Wir wollen das nicht übertreiben heute, es wird relativ kurz. Aber wir wenden einfach nochmal das an, was wir beim letzten Mal sozusagen gelernt haben. Dazu lege ich die Fernsteuerung ganz kurz an die Seite und wir gucken uns nochmal dieses hübsche Bildchen hier an. Wir haben uns letztes Mal mit diesen Inputs beschäftigt. Die Handreichung war ja die Unzulänglichkeiten, die ich im Sender habe. Korrigiere ich in den Inputs, die Unzulänglichkeiten, die ich im Modell habe, korrigiere ich in den Outputs und alles, was nicht in die eine oder die andere Kategorie ganz eindeutig reinfällt, das mache ich dann tatsächlich in den Mischern, auch wenn die Mischer vielleicht bei den Funktionsmodellbauern zumindest nur in den seltensten Fällen überhaupt etwas zusammenmischen, also etwas additiv oder multiplikativ miteinander verknüpfen. Nun gut, so weit sind wir noch nicht. Wir sind erstmal noch bei den Inputs und wir haben uns diese ganze Kette der Verarbeitung einfach mal klar gemacht. Wir haben einen Geber, also das ist so ein physisches Bedienelement. Wir haben dann das Ausschließen oder Einschließen einer bestimmten Seite des Knüppels. Dann können wir Kurven anwenden. Dann können wir den Wert gewichten. Das soll heute unser Thema sein und wir können ein Offset drauf addieren. Das werden wir beides brauchen heute. Und dann haben wir noch die Schalterchen, einmal den direkten Schalter oder die Aktivierung über den Flugmodus. Beides zusammen, also den Schalter und den Flugmodus, beides zusammen ergibt die Aktivierung und das gibt dann sowohl einen Wert und einen Trimwert, die wir dann an die Mischer weitergeben können und es wird dann von oben nach unten gesucht bei einem Input über alle Input-Zeilen, also über die Vielzahl von solchen Zeilen pro Input, welche ist die erste Zeile, die aktiv ist und die wird dann benutzt. So war das Grundprinzip. Genau, so, da steigen wir heute nochmal ein. Unser Thema ist heute Gewicht und Offset, das ist eigentlich ganz einfach. Gucken wir uns mal folgende Themenstellung an, folgendes Problem, was ich ganz gerne erreichen möchte. Ich habe ja hier auf der rechten Seite meinen nicht neutralisierenden Knüppel, also zumindest in der vertikalen Richtung ist er nicht neutralisierend, in der anderen schon. Und ich hätte ganz gerne folgendes, dass ich zum Beispiel bei einem Schiffsmodell durch Bewegen des Knüppels nach vorne eben den Motor schneller mache, also praktisch den Duty Cycle von dem Steller ändere. Das soll Stopp sein, das soll Vollgas sein. Und zwar in die eine Fahrtrichtung. Und wenn ich diesen Schalter hier vorne, was ist denn das? SF, glaube ich, wenn ich den bewege, also von der einen Position in die andere Position, so soll es vorwärts sein. Und wenn ich so mache, soll es rückwärts sein. Ja. Ich könnte natürlich auch diese Stick-End-Schalter hier benutzen oder den Taster, aber ich mache das mal jetzt erst einmal mit diesem Schalter SF und dem Gas hier. Okay, das heißt, wir haben, wenn wir das jetzt mal übersetzen in unsere Handreichung, die wir uns gegeben haben, wir würden ganz gerne diesen Geber hier irgendwie modifizieren, irgendwie umschalten, dass das der volle Gasweg nach vorne ist, sodass er also hier positive Werte produziert, also von 0 bis plus 100%, und dass wir das dann umschalten können auf 0 bis minus 100%. Das ist so übersetzt jetzt einfach mal das, was wir haben wollen. Und dieses Umschalten soll, wie gesagt, dieser Schalter SF ist es, glaube ich, dann erledigen. Okay, wir könnten eigentlich jetzt direkt in die Fernsteuerung gehen und das umsetzen. Das wollen wir nicht. Wir gehen natürlich erstmal aufs Papier, denn ich finde es immer ganz instruktiv, sich das mal kurz klar zu machen, was das eigentlich bedeutet, damit man das einmal versteht und dann ist alles andere eigentlich ganz easy. Also es geht um Gewicht
und Offset. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Nee, ach so, ich nehme die Fernsteuerung noch mal ganz kurz eben in die Hand, damit es nicht so blendet. Muss ich sie mal ein bisschen gerade hin tun. Und wir gehen mal hier in das Modell hinein. Das Modell ist komplett leer. Wir schauen uns mal die Inputs an. Und wenn wir hier so einen Input anlegen, und zwar als Quelle nehmen wir den Gasgeber hier. Und dann zeichnet uns HTX hier auf der rechten Seite schon so ein Koordinatensystem hin mit einer Geraden. Und diese Gerade deutet uns an, welcher Ausgabewert von diesem Input hier generiert wird, bei welcher Geberstellung. Ja, man sieht also dieses kleine gelbe Koordinatenkreuz, was sich dort bewegt. Wir haben also in horizontaler Richtung haben wir den Wert des Gebers. Es geht also hier, wenn wir nur mal horizontal angucken, das ist also der erste Wert hier. Da steht minus 100, minus 100. Den zweiten, das ist der Ausgabewert, den lassen wir mal weg. Wir gucken uns nur den ersten an, minus 100. Dann geht er also praktisch von der hinteren Knüppelstellung über 0 bis plus 100. Wir fahren also diese Kurve entlang. In der horizontalen Achse haben wir also die Abszisse, also das, was der Geber uns produziert. Also wir gehen an die entsprechende Stelle, gehen dann hoch und gucken bei der Kurve, was kriegen wir von Ausgangswert. Ne? Also wenn wir jetzt hier sind, wir gehen an die entsprechende Stelle des Geberwertes. Das ist jetzt ein bisschen mehr als 0, also 49. Und schauen hier hoch an die Kurve und dann können wir da den Ausgabewert, das ist jetzt auch 49, ablesen, weil diese Gerade hier eine Winkelhalbierende ist. Okay, das erstmal so zum Prinzip. Gut, was würden wir jetzt ganz gerne erreichen? Ich habe ja gesagt, wenn ich den Knüppel nach vorne bewege, also von minus 100 bis plus 100 den Knüppelweg habe, soll der Ausgangswert aber sein von 0 bis 100. Ja, diese Kurve zeichnen wir uns einfach mal auf. Also das ist hier Geber, der Wert des Gebers. Und das ist der Ausgangswert von dem Input. Genau, normalerweise haben wir diese Winkelhalbierende hier. Die liegt also dann so. Und wenn wir die speziellen Punkte jetzt meinetwegen hier 100%. Wie viel habe ich da jetzt genommen? 2, 4, 6, 7, 2, upsala, 2, 4, 6, 7. Dann sind wir hier bei minus 100%. Ja, und dann haben wir hier 2, 4, 6, 7. Das wäre also plus 100%. 2, 4, 6, 7. Dass ich das jetzt mit 7 Kästchen gemacht habe, hat keinen besonderen Hintergrund, sondern das ist jetzt einfach nur so entstanden. Ich ziehe mir mal diese speziellen Punkte hier nochmal gerade aufs Papier. Und was wir im Normalfall haben, wäre diese Winkelhalbierende. Die wollen wir nicht. Wir wollen ja nicht bei einer Geberstellung von minus 100% auch minus 100% Ausgangswert produzieren, sondern wir wollen bei minus 100%, also wenn wir hier jetzt sind, an dieser Stelle, dann wollen wir 0 produzieren als Ausgangswert. Und wenn wir bei 100% Geberwert sind, dann wollen wir 100% Ausgangswert haben. Also was wir produzieren möchten oder was wir ganz gerne hätten, wäre eine Gerade, die verläuft in dieser Form. Ja, das ist unser Ziel. Das, was wir normalerweise haben, ist diese gestrichelte hier. Okay, so, wie kommen wir jetzt von der gestrichelten Gerade zu der roten Gerade? Und da gucken wir uns nochmal hier die Reihenfolge der Verarbeitung an. Also zuerst wird das Gewicht angewendet und dann ein Offset. Was heißt das mit dem Gewicht?
Gewicht heißt einfach, muss ich jetzt hinblättern, da. Gewicht heißt einfach, dass der Eingangswert multipliziert wird mit einem bestimmten Faktor. Also ich kann Gewichtsfaktoren haben von, schreiben wir das mal kurz hin, von 0 bis 100% oder auch von minus 100% bis 0. Ja, und das entspricht dann einer Multiplikation von 0, 0,1, 0,2, 0,3 bis 0,9 und dann bis 1 oder eben hier von minus 1 bis 0. Also das ist die Prozentrechnung übersetzt in eine normale Multiplikation mit einer reellen Zahl. Okay, was möchte ich jetzt haben? Ich möchte erstmal die Steigung dieser Kurve anpassen, denn die Steigung von dieser Kurve, die ist genau 1, Gewicht 1, aber die Steigung von dieser Kurve, die ist nur noch halb so groß. Ich möchte also die Gerade sozusagen so kippen. Und das mache ich, indem ich den Faktor, mit dem der Geberwert multipliziert wird, nicht bei 1 stehen lasse, sondern bei 5, also oder auf 50% gehe, also 0,5. Ja, was bedeutet das? Also wenn ich jetzt minus 100% sind wir hier, minus 100% Geberwert, oder einfacher ist es dann eben in normalen Zahlen zu rechnen, also minus 1, wenn ich das mit 0,5 multipliziere, bekomme ich minus 0,5. Dann bin ich also hier. Und das ist dann wieder minus 50%. Und das gilt ja für alle Werte. Wenn ich 0 mit 0,5 multipliziere, bleibe ich natürlich bei 0. Und wenn ich 1, also 100% mit 0,5 multipliziere, dann komme ich auf 0,5 oder eben 50%. Ja, also durch das Gewicht hätten wir dann schon das hier erreicht. Und dann haben wir ja gesehen, dass nachdem wir das Gewicht anwenden, wird einfach ein Offset da drauf addiert, also ein Wert, ein Verschiebungswert, deswegen heißt das Offset, der diese Kurve dann noch nach oben oder nach unten verschiebt. Und wenn wir uns das jetzt mal hier angucken, was wir hier brauchen, wir wollen die Kurve von dieser Lage zu der roten Lage hier verschieben. Das heißt, wir müssen hier ein Offset drauf addieren, damit wir von diesem Punkt beispielsweise zu dem Punkt kommen oder von dem Punkt zu dem Punkt. Das ist ja dann immer die gleiche Distanz, der gleiche Offset. Etwas einfacher lässt sich das dann hier an den Extremwerten ausrechnen. Wir wollen von dem Punkt 0,5 zu dem Punkt 1 kommen, oder besser gesagt, wir wollen von 50% auf 100% kommen. Das heißt, dieser Abstand hier, das ist ein Offset von 0,5 oder 50%. Also Offset brauchen wir dann. Der Offset lässt sich auch wieder von 0 bis 100% angeben oder von minus 100% bis 0 angeben. Oder eben in Werten ist das dann auch wieder 0 bis 1 oder minus 1 bis 0. Also bei uns für unseren Anwendungsfall, damit wir von der geschichtelten Kurve zu der roten Kurve kommen, brauchen wir dann bottomline ein Gewicht von 50% und ein Offset von 50%. Okay, gut, das probieren wir einfach mal aus. Also ein Gewicht von 50% reduziere ich hier. Man sieht schön, wie die Kurve sich verschiebt. Und, oder ja, sozusagen in der Steigung sich ändert. Jetzt durchfährt mein Knüppel hier. Wir achten jetzt auf den Ausgangswert. Das ist der zweite von den beiden. Durchfährt mein Knüppel jetzt minus 50% bis 50%. Oh, jetzt habe ich hier auf den Screen gemalt. Das war natürlich nicht so schön. Ja, und jetzt verschieben wir diese Kurve noch ein bisschen nach oben.
indem wir 50% Offset da drauf addieren und dann habe ich genau das, was ich möchte, habe ich genau das, was wir hier auf das Papier gezeichnet haben. Gut. Soweit so schön. Das können wir uns jetzt auch angucken, beispielsweise im Ach nee, Kanalmonitor geht ja noch nicht. Wir haben ja noch gar keinen Mischer, der das auf einen Kanal bringt. Wir machen das jetzt einfach mal, indem wir hier einen Mischer hinzufügen, den wir noch nicht wirklich brauchen für den Kanal. Ah nee, ich mache das mal, damit es später mit meiner Elektronik hier besser übereinstimmt. Den schmeiße ich gerade mal wieder raus. Der Motor, den ich hier liegen habe, der ist angeschlossen an Kanal oder der Steller vielmehr dafür, der ist angeschlossen an Kanal Nummer 2. Also den wollte ich hier eigentlich löschen und wir machen einen, ach so, Plus, Kanal Nummer 2 und als Quelle haben wir dann den Input 1. Das ist der einzige, den wir bisher haben und man sieht also dann auch schön hier oben in dem Mischermonitor direkt, wie das funktioniert. Okay, so, das war aber nur die halbe Miete. Jetzt soll diese Zeile aktiv sein, wenn der Schalter nach unten ist, dieser SF, und das bauen wir jetzt gerade auch noch mal eben mit ein. Schalter. Wo ist er? Hier. Schalter SF. Ach, ich kann das auch so machen, einfach in die Position nach vorn oder nach unten in dem Fall. Und dann ist diese Zeile aktiv. Wenn ich den Schalter in die andere Stellung bringe, dann ist die Zeile inaktiv. Also für vorwärts haben wir das jetzt geschafft. Jetzt müssen wir das noch für rückwärts schaffen. Und für rückwärts soll die Kurve. Ah, ich brauche noch eine andere Farbe, stelle ich gerade fest. Rückwärts hätten wir dann, dass die Kurve so liegen muss. Habe ich nicht ganz getroffen hier. Minus 100%. Also das war die Vorwärtsrichtung. Und für die Rückwärtsrichtung, ja, das ist jetzt wahrscheinlich eigentlich einfach. Das heißt, wir wollen die Steigung der Kurve nicht so ändern, sondern wir wollen sie so ändern. Das bedeutet, wir negieren auch noch sozusagen die Richtung. Die Steigung ist jetzt hier negativ. Daraus folgt eigentlich schon, dass es ein negatives Gewicht sein muss. Und dann soll sie aber auch nur die beiden unteren halben Quadranten durchlaufen. Blau, hier haben wir dann ein Gewicht, kann man sich jetzt leicht überlegen, von minus 50%. Und wenn wir minus 50% anwenden, dann liegt sie so. Die Skizze wird jetzt leicht unübersichtlich. So, und dann müssen wir diese Kurve nochmal um minus 50% nach unten verschieben. Also haben wir auch ein Offset von minus 50%. Das wäre dann für rückwärts. So, dann sind wir da. Okay, das bauen wir jetzt hier noch ein. Also eine zusätzliche Zeile bei diesem, upsala, eine zusätzliche Zeile bei diesem Input. Der Geber ist wieder Gas. Gewicht haben wir jetzt minus 50%. Und Offset haben wir auch minus 50%. Und Schalterchen ist diese Position. So, wenn ich das jetzt hier mache, dann schalte das entsprechend um. Und ja, wir gucken uns nochmal die zweite Zeile gerade an. Diese Kurve ist natürlich jetzt ein bisschen komisch. Ist das ein Fehler im System? Oder was ist das?
Wir gucken gerade den Mischermonitor. Das ist vorwärts und das ist rückwärts. Das funktioniert also soweit. Allerdings, siehe da, haben wir da einen Fehler bei HDX entdeckt. Denn so ist das ja nicht richtig. Wir produzieren ja hier negative Werte. Die Steigung der Kurve muss also genau andersrum sein. Ich weiß nicht, was da jetzt passiert. Gut, dass wir uns das auf ein Stück Papier überlegt haben. Was ich jetzt einfach mal mache, ich schalte die Fernsteuerung einfach mal aus und schalte sie wieder an. Das Problem ist mir ehrlich gesagt noch nie aufgefallen. Aber manchmal guckt man da ja auch einfach so drüber. Wenn ich die Zeile aktiviere, dann zeigt er mir das zwar richtig an, aber die Kurve, die dort gezeichnet wird, also das Koordinatenkreuz zeichnet es richtig, aber die Kurve, die dort steht, ist falsch. Da würde ich mal sagen, das ist wohl ein kleines Problem. Okay, das können wir ja nochmal als Fehler melden. Ja, prima. Also, wir haben hier, oh, jetzt habe ich das wieder weggemacht. Ich wollte ja eigentlich mal den Kanalmonitor haben. Ich habe eben gesagt, mein ESC, mein Motorsteller ist auf Kanal 2 angeschlossen. Das heißt also, wir haben Vorwärtsfahrt. Dann lege ich den Schalter um, haben wir Rückwärtsfahrt. Und das probieren wir jetzt einfach mal aus. Genau, ich lege die Fernsteuerung kurz an die Seite. Der Block kommt kurz an die Seite. Wir haben hier einen Motor. Und hier kommen ganz viele Kabel ins Bild. Die sind ein bisschen lang geraten, diese Kabel, aber sie gehen tatsächlich zum Motor. Wir haben hier unseren ESC und jetzt haben wir auch noch einen Empfänger und ein Servo. Und an dem Empfänger sind auch die Schaltmodule dran. Naja, die hätte ich auch wegmachen können. Aber so haben wir das jetzt. Genau, und dann schalte ich mal ein. Jawohl, es hat gepiepst. Der Empfänger ist verbunden. Die lege ich mal so ein bisschen hier rum. Den Empfänger muss man ja nicht unbedingt sehen. Das heißt, ich stelle die Fernsteuerung einfach mal da drüber. So haben wir das. Genau, und dann sollte sich da ja was tun. Der Motor dreht sich in die eine Richtung. Kann man jetzt bei der langsamen Drehzahl noch ganz gut beobachten. Dreht sich in die eine Richtung. So, und wenn ich umschalte, ja, dreht sich auch in die andere Richtung. Genau, soweit so gut. Ruder haben wir jetzt noch nicht vergeben. Das können wir dann gleich noch oder beim nächsten Mal noch machen. Ja, prima. Also zwei Inputzeilen haben wir dafür verwendet, die wir hier umschalten können. Das ist zwar jetzt ein Weg, aber der ist natürlich längst nicht optimal. Wir wollen das Beispiel aber dann noch weiterentwickeln. Was ist nicht optimal? Frage in die Runde. Ist natürlich recht einfach wahrscheinlich zu erkennen, wenn ich hier mit mittlerer Drehzahl den Motor laufen lasse und schalte jetzt den Schalter um. Was passiert? Ja, also der Motor nimmt mir das Gott sei Dank jetzt hier nicht übel, aber das war schon ein bisschen heftiger. Ja, ich schalte natürlich hier bei voller Fahrt die Drehrichtung um. Das ist nicht besonders toll. Das müssen wir vielleicht noch besser machen. Aber bis dahin soll es erstmal das gewesen sein, dass wir nochmal ein Praxisbeispiel haben für verschiedene Inputzeilen und das Hin- und Herschalten zwischen diesen Inputzeilen. Okay. Soweit für heute. Wie gesagt, nur eine kleine Folge. Ja, wie nennt man das? Lernkontrolle. Und dann würde ich sagen, werden wir das beim nächsten Mal noch ein bisschen vertiefen. Alles klar, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.